Danke, lieber Philipp. Ich freue mich sehr, heute bei euch sein zu dürfen. Ein paar Gesichter kenne ich und einige nicht. Da im Herzen von Graz an diesem wunderschönen Tag freue ich mich auch alle, die verbunden sind, ich glaube an diesem ganzen Vormittag heute mit uns über Radio Maria, Österreich und auch Südtirol. Die mich nicht kennen, ich heiße Georg, ich komme aus Salzburg und ich bin ganz genau 8 Jahre älter, als ich ausschaue. Das stimmt wirklich. Ganz genau 8 sind sie im Moment. Sonst stelle ich mich nicht groß vor, weil es schade um die Zeit ist, die mir zur Verfügung stellt für die Verkündigung. Ich glaube, jeder von euch kennt das oder vor allem diejenigen von euch, die schon länger auf dem Weg sind, dass es so Worte aus der Schrift gibt, die dich begleiten. Einen Tag oder eine Woche oder einen Monat oder ein Jahr oder ein ganzes Leben. Es gibt so markante Worte aus der Heiligen Schrift. Wenn das Wort Gottes ganz lebendig wird und dich in deinem Herzen trifft. Ich habe vor fast 30 Jahren an dem Tag, wo ich Jesus mein Leben anvertraut habe, Jesus mein Leben geschenkt habe, da bekam ich ein Wort und das ist so ein Wort, das trägt mich seit 30 Jahren. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst. Ja, einige von euch kennen das aus Jesaja. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst. Wenn man mich heute fragen würde, Georg, was ist im Moment dein Lieblingswort? Was ist im Moment das Wort, das dich am meisten berührt? Dann muss ich sagen, seit einigen Monaten ist es ein Wort aus dem Psalm 34, Vers 9. Und das ist ein Wort, das kenne ich, seitdem ich ein ganz kleiner Bub bin. Seitdem ich bei uns zu Hause am Sonntag in die Kirche gehe und da bin ich noch am Busen meiner Mutter gehangen. War schon die ersten Male, wo wir in die Kirche bei uns zu Hause gegangen sind. Und also dieses Wort ist mir bekannt, seitdem ich auf der Welt bin. Und jetzt seit einigen Wochen oder 2, 3 Monaten ist das Wort so lebendig wieder in meinem Herzen. Psalm 34, Vers 9, ganz kurz, viele von euch kennen es. Und es heißt, kostet und seht, wie gut der Herr ist. Kostet und seht, wie gut der Herr ist. Warum als ganz kleiner Bub schon? Der Priester, also sozusagen mein Zuhause-Priester damals, wie ich ganz klein war, ein Benediktiner, der hat immer, bevor es zur Kommunion ging, kam immer dieses Wort. Kostet und seht, wie gut der Herr ist. Ja, und als Junge, das geht halt hier rein und hier raus. Das war so ein Wort der Messe jeden Sonntag. Kostet und seht, wie gut der Herr ist. Kostet und seht, dann sind wir vorgegangen, haben gekostet, sehen, wie gut der Herr ist, dann sind wir wieder zurückgegangen. Kostet und seht, wie gut der Herr ist. Ich möchte heute zu euch über eine kleine Perle sprechen, die genau damit zu tun hat, kostet und seht, wie gut der Herr ist. Also ich werde nicht die ganze Lehre der Kirche verkündigen jetzt in den nächsten 40 Minuten, sondern eine kleine Perle. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich die allererste Perle für jeden von uns, wenn wir uns auf Jesus einlassen, wenn wir es ernster meinen mit Jesus, wenn wir probieren, ihm nachzufolgen, dann ist das die allererste Perle. Und diese erste Perle, die kann etwas sein, wenn du heute das allererste Mal da bist, bei so einer Veranstaltung, oder gestern das erste Mal dazugekommen bist und dir denkst, aha, was ist das? Oder wenn du schon knapp vor der Seligsprechung stehst. Also einige von euch, glaube ich, sind in Rom schon bekannt und die Seligsprechungsbehörde arbeitet schon. Und in dem Moment, wo du die Augen schließt, zack, hat man alles schon fertig. Und das ist ja unser Ziel. Leute, ich bringe das immer so ein bisschen als Schmäh, aber das ist das Ziel. Das Ziel ist die Heiligkeit. Ja, wir müssen nur diesen Begriff wieder ein bisschen abstauben. Gut, also über eine kleine Perle möchte ich heute sprechen. Kostet und seht, wie gut der Herr ist. Ich habe 4 Kinder. Zuerst ein Bub, der Pauli, und dann meine zweite ist die Anna. Die Anna ist 10. Und wie die Anna vor ein bisschen mehr als 2 Jahren zu ihrer Erstkommunion gegangen ist, mit einem ganz schönen, das hat sie heute noch, so ein ganz schönes kindliches Herz mit einer völligen Gewissheit und Überzeugung, wenn sie die Kommunion empfangen wird, wird sie Jesus empfangen. Also muss ich so sagen, weil so ganz selbstverständlich ist ja das nimmer, gell? Aber diese Gewissheit hat sie sich Gott sei Dank immer, die hat sie immer gehabt und in den Wochen vor ihrer Erstkommunion, also sie ist vorbereitet worden auch, ihr wisst ja, wie das ist, die Schmütter und so. Und in den Wochen vor ihrer Erstkommunion ist sie einmal zu mir gekommen und dann hat sie gesagt, Papa, ich muss dich was fragen. Habe ich gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, schmeckt der Herr Jesus eigentlich sehr gut?
Das war Ihre Frage. Schmeckt der Herr Jesus eigentlich sehr gut? Und ich hab gar nicht lang darüber nachgedacht, sozusagen, was der tiefere Sinn dieser Frage sein könnte. Und meine Antwort war, Anna, er schmeckt sehr, sehr gut. Ah, danke, hat sie gesagt, danke. So 8 Jahre ist sie wieder weggegangen. Und dann kurz vor der Erstkommunion ist sie noch einmal gekommen, wieder mit der gleichen Frage. Du Papi, ich muss dich noch einmal fragen, und du bist dir sicher, der Herr Jesus schmeckt sehr gut. Und ich habe gesagt, ja, ich bin mir ganz sicher, der Herr Jesus schmeckt sehr, sehr gut. Und dann war der Tag ihrer Erstkommunion und in der Früh, wie sie in die Kirche da hinübergegangen ist oder gefahren ist, ist sie noch einmal gekommen. Also es hat sie sichtlich beschäftigt. Und dann hat sie gesagt, also Papi, es ist klar, oder? Der Herr Jesus schmeckt sehr gut. Und dann ist mir ein bisschen was geschimmert. Und zwar habe ich dann irgendwo in einem Moment kapiert, dass sie wahrscheinlich so in der Vorbereitung alle miteinander besprochen haben, ob die Hostie, also die Oblate jetzt vom Äußeren, ja, von der Materie sozusagen, ob die gut oder grauslich schmeckt. Das war ihr Gesprächsthema. Also es ging sozusagen nicht, ja, um den Herrn in der Gestalt der Eucharistie, sondern es ging darum, ob die Materie gut sein wird. Und dann bin ich gleich ist gleich der Schweiß auf meiner Stirn aufgestiegen, weil das ist ja eine Geschmackssache, gell? Geschmäcker sind verschieden. Da gibt's ja einige, die kriegen dann die Erstkommunion und ihr wisst, die sind ja nicht alle super fromm, gell? Die gehen dann zurück und sagen, oh, voll grusig oder so irgendwas oder weiß ich nicht was. Und ich, nachdem ich schon zweimal bekannt habe, dass der Herr Jesus sehr, sehr gut schmeckt, habe ich das dritte Mal auch bekannt. Ich habe gesagt, Anna, du wirst sehen, er schmeckt sehr, sehr gut. Und dann habe ich so einen Moment gehabt, wo ich wirklich sehr innig gebetet habe, vor allem dann in der Messe und wie es dann zur Erstkommunion gegangen ist, die haben sich alle vorne aufgestellt und der Priester ist so durchgegangen, der Leib Christi. Und das ist ja wirklich, finde ich, ein Fest. Also ich kann mich ganz genau erinnern an den Tag meiner Erstkommunion. Ich denke, viele von euch auch. Ja, ganz genau kann ich mich erinnern. Und in dem Moment habe ich damals gebeten und gesagt, Herr, komm wirklich in ihr Herz, komm ganz tief hinein in dieses schöne kleine Herz und lass sie kosten, wie herrlich du schmeckst. Das war mein Gebet damals. Lass sie kosten, wie herrlich du schmeckst. Und wisst ihr, auch wenn ich gern verkünde, aber so groß ist mein Glaube nicht immer. Und dann hat sie die Kommunion bekommen. Und ich habe mir gedacht, hoffentlich geht das gut aus. Nicht, dass sie dann kommt und sagt, Papi, du hast mich voll reingelegt und es ist ganz, ganz grusig alles und so. Und dann war die Erstkommunion vorbei und dann sind sie so rausgezogen und ich bin am Rand gestanden und dann ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, du hast recht gehabt. Sehr, sehr gut. Ich war sehr erleichtert. Kostet, Psalm 34, 9, kostet und seht, wie gut der Herr ist. Was heißt denn das? Wie kostet man denn? Wisst ihr, was mir in letzter Zeit immer mehr bewusst wird? Dass wir als Kirche oder auch dass wir als Christen oder dass wir als Insider oder dass wir als Leute, die in den Gebetskreis gehen oder die, weiß ich nicht, nach Böller fahren oder Medjugorje fahren oder Pfingsten oder wie auch immer, wir sprechen eine Sprache miteinander, auch die Verkündigung der Kirche, wir sprechen eine Sprache miteinander, die ganz viele nicht mehr verstehen. Das ist fast wie eine Fremdsprache für Leute geworden. Wenn wir heute sprechen über Gnade und Jüngerschaft und Nachfolge und Sünde und Beichte und Umkehr und Leidenschaft und wie auch immer, dann wir brauchen nur 3 Schritte hinausgehen auf die Straße und wenn wir anfangen mit den Leuten dort zu sprechen, dann verstehen sie uns nicht mehr. Auch in der Evangelisation, auch wenn wir verkündigen, wir haben letztes Wochenende in Salzburg so ein großes Mission Weekend gehabt mit 50 jungen Leuten und wir haben probiert, ein Wochenende lang die Stadt auf den Kopf zu stellen. Es war wirklich lässig. Aber für die Leute sind wir schon so strange geworden. Das ist schon so fern irgendwo, wenn man mitten auf dem Grünmarkt steht. Wir waren 50 Leute mitten auf dem Grünmarkt und haben einfach mitten drinnen in diesem Gewusel ganz laut alle aus der Bibel vorgelesen. Jeder irgendwas. Jesaja und ein Psalm und Matthäus und Gott sei Dank gibt es ein paar noch. Die bleiben stehen. Ja, die tun sich dann kurz absichern. Die fragen dann, wer seid ihr? Oder eines gekommen, hat einer so draufgehört und gesagt, ich bin ein Zeuge Jehovas, du Arge. Nein, wir sind Katholiken. Das gibt's ja nicht, Katholiken. Euch hat man die letzten 300 Jahre nicht mehr hier gesehen auf der Straße. Also, wir, wisst ihr, wir,
Wir sprechen in vielen, das sage ich ganz liebevoll, aber nur, dass wir uns dessen bewusst sind, wir sprechen in der Kirche in vielmals eine Sprache, die die Leute draußen gar nicht mehr verstehen. Abgesehen davon, dass ich sowieso finde, dass die Sprache der Verkündigung in der Kirche oft eine sehr, also bei aller Liebe, eine sehr eigenartige Sprache ist. Ich kenne viele, viele Priester, auch viele, die ich sehr gern habe. Wenn du so mit ihnen redest, reden sie ganz normal. Wenn sie ein Bier mit dir trinken, reden sie ganz normal. Wenn man im Gasthaus mit ihnen sitzt, reden sie ganz normal. Und dann geht man auf die Kanzel, also nicht nur bei den Priestern, auch bei den Laien so. Geht man auf die, und plötzlich verfällt man in irgendeine kirchliche Sprache, wo alle einschlafen. Warum sage ich das? Was heißt kostet und seht, wie gut der Herr ist? Was heißt das? Wie geht das? Ich habe mich bekehrt in der Gründonnerstagsnacht 1987. Da waren die meisten von euch noch gar nicht auf der Welt. Das war im letzten Jahrtausend. In der Gründonnerstagsnacht 1987. Und ich gebrauche ganz bewusst den Begriff, ich habe mich bekehrt. Ich habe eine tiefe Umkehr erlebt. Die ersten 18 Jahre meines Lebens habe ich den ganzen Unterbau bekommen. Und ich bin so dankbar meinen Eltern gegenüber und meiner Familie. Den ganzen Unterbau habe ich bekommen. Und trotzdem bin ich wahnsinnig genug zu sagen, erst dann habe ich mich bekehrt. Das war ein Moment der Gnade. Ich glaube, von Umkehr oder von Bekehrung kannst du dann sprechen, wenn du den Zeitpunkt weißt, wenn du das Datum weißt und wenn du die genauen Umstände weißt. Bei mir war das in der Gründonnerstagsnacht 1987 zwischen 23.10 Uhr und 24 Uhr am Rande von Medjugorje in einem Haus, was gerade ein bisschen neu gebaut worden ist. Und da war oben am Dachboden war gerade so eine frische Betondecke drin und mehr nicht und so ein bisschen Dach war drauf. Ich kann dir ganz genau sagen, wer die vier Typen rund um mich herum waren. Ich kann dir ganz genau sagen, wie das Wetter an diesem Tag war. Ich weiß alles, wie wenn es gestern gewesen wäre. Das war der Moment, wo Jesus in mein Leben gekommen ist. Die ersten 18 Jahre meines Lebens waren nicht schlecht. Da war alles da. Ich komme aus einer tollen Familie, wir haben zu Hause beten gelernt, ich habe ministriert, seitdem ich 6 bin. Ich bin 8 Jahre bei den Herz-Jesu-Missionaren in die Schule gegangen. Mein Direktor war Priester, mein Internatschef war Priester, mein Religionslehrer war Priester, überall waren Priester ohne Ende. Ich war in Religion immer gut, habe immer einen Einsatz gehabt. Leute, ich bin in Religion maturiert, stellt sich das einmal vor, und zwar mit Auszeichnung. Das schaffen nicht viele, gell? Look. Von dem kann man nur träumen. Ja? Religion maturiert, mit Ausstellung, sich vor, mit sehr gut in Religion. Das habe ich in keinem anderen Fach zustande gebracht. Aber in Religion habe ich mit sehr gut maturiert. Noch dazu eine höchst schwummrige Frage damals bekommen über die Befreiungstheologie in Brasilien und trotzdem brilliert. Also, in meiner Birne habe ich relativ viel gewusst. 10 Gebote und die Gaben des Heiligen Geistes und ein bisschen Lehre der Kirche und Geschichte. Alles Mögliche gewusst. Und trotzdem hat es einen Moment gebraucht, wo ich mich bekehrt habe. Und das war diese Gründonnerstagsnacht 1987, 23.10 Uhr. Um 23 Uhr, wir waren mit 50 jungen Leuten in Medjugorje damals, und da war ein Typ dabei, den habe ich vorher nicht so wirklich gekannt, der war 18 Jahre alt, der hatte so ein Lederbandel, da hat er so ein kleines Holzkreuz hat er da gehabt. Ja? Also nicht unser Gemeinschaftskreuz, sondern so ein länglicheres Holzkreuz. Und wie ich den gesehen habe beim Einsteigen, schon habe ich gedacht, der Typ ist gefährlich. 18, so alt war ich auch. Der Typ ist gefährlich. Und dann war er noch gefährlicher, weil auf seiner Schulter trug er eine Gitarre. Ja? Also ich habe nie vor irgendeinem Priester oder Herz-Jesu-Missionar oder Heimerpriester Angst gehabt. Nie. Aber bei dem habe ich gespürt, bevor der noch seine Waffe ausgepackt hat da hinten, ja, irgendwie dieses Kreuz im Türk, der Typ hat irgendwas. Und genau dieser Typ sagt um 23 Uhr am grünen Donnerstag, Leute, das ist eine heilige Nacht heute, Gründonnerstag. Und wenn jemand von euch, wir haben volles Programm hier in Medjugorje, wenn jemand von euch noch am Herzen hat, dass wir uns noch ein paar Minuten zusammensetzen und kurz beten, so eine Gethsemane-Stunde machen, den lade ich sehr herzlich ein. Ich war damals irgendwie on fire, das war eine Hammerwoche, und ich habe mir gedacht, nimm alles, was geht. Auch wenn du todmüde bist, wenn du schon 12 Stunden gebetet hast an dem Tag, das gibt's dir auch noch. Ja. Wer weiß, ob du sowas wiedererleben wirst. Und bin da hinaufgekraxelt, habe mir gedacht, da werden alle 50 oben sitzen. 4 waren, ich saß hier, der wahnsinnig gefährliche Typ saß hier und da saßen noch 2. Eine Kerze hat gebrannt in der Mitte, völlig unspektakulär, völlig unspektakulär. Es war kalt, es war nur eine Betondecke, es war nichts eingerichtet, ja, nicht so wie hier da mit Sätze so, ja, da, ja, kommt man rein und sieht gleich, oder hier, ja, oder da ist überall was, ja,
sogar ein Beamer, nicht mehr gewusst, was ein Beamer ist damals, hat man nicht mehr buchstabieren können. Ja? Da war ganz schlicht, ganz schlicht. Und dann sagt er, wisst ihr was, ich lade euch ein, dass wir kurz mit einem Gebet anfangen. Und dann seine Gitarre so, ja, sein Holzkreuz war immer da, gefährlich so, Gitarre. Dann macht er so ein bisschen die Hände auf, die Augen zu. Und dann sagt er, Jesus, ich lade dich ein, dass du jetzt in unsere Mitte kommst und besonders jene besuchst, die dich noch nie wirklich als den Persönlichen, als den Auferstandenen kennengelernt haben. Und in dem Moment, wie der sein Gebet spricht, denke ich mir, schau, dass du rauskommst, Georg. Schau, dass du rauskommst. Das ist brandgefährlich, was der betet. Also irgendwo diese ganzen Bartres, die ich alle liebe, ein Teil von ihnen lebt noch, aber die haben nie so gefährlich gesprochen, nie. In jeder Messe, die ersten 18 Jahre, da war es nie gefährlich. Da hat man immer gewusst, wie es zugeht. Wenn's zu einem Tennismatch kommst und dich in den Zuschauerrang setzt, weißt genau, wie es zugeht. Ein Ball, zwei Schläger, zwei Spieler, bing, bong, bing, bong, bong, immer hin und her. Ja, und dann heißt es immer 15-0, 15 beide. Wie es ausgeht, weiß man nicht. Aber du weißt immer, es kann nichts Dramatisches passieren. Und in der Messe ist es genauso. Der Herr sagt mit euch, mit deinem Geist, der Herr wird Herz, wir haben sie beim Herrn, bing, bong, bing, geht immer so dahin. Ja, es wird fast nie, wenn das eine halbwegs katholische Veranstaltung ist, ja, wird nie was Unvorhergesehenes passieren. Ist auch ein großer Schatz, ein großer Schatz. Gut. Und dann spricht er da sein Gebet. Und dann, wie der mit dem Gebet fertig ist, nimmt er seine gefährliche Waffe. 87, also die Alten von euch kennen dieses Lied noch, die Jungen nicht mehr. Und dann fängt er an, mit zu Augen zu singen. Durchflute mein Herz, Geist Gottes, durchflute mein Herz. Da, 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 da. Genau. Einige Oldies hier herinnen, merkt ihr das? Genau. Und in dem Moment spüre ich, wie zwei Hände sich auf meinen Kopf legen. Und das Ganze dauert fast eine Stunde, eine gute Dreiviertelstunde. Und das war die Nacht, wo Jesus das erste Mal als der Auferstandene für mich ganz lebendig erfahrbar in mein Leben gekommen ist. Die 18 Jahre vorher auch schon. Aber für mich erfahrbar, spürbar von meiner Emotion, aber es war mehr wie Gefühle, weil sonst wird es heute nicht halten, sonst würde ich nicht 30 Jahre später immer noch über diese Nacht sprechen. Und ich habe geweint wie ein kleines Kind und nach einer Dreiviertelstunde sozusagen war das aus. Ich habe mein Taschentuch genommen, habe geschneuzt, habe mir die ganzen Tränen runtergewischt, habe mich geputzt, habe geschaut, alle anderen sind schon rüsseln gegangen, gell? Ich habe das damals irgendwie, diese Gethsemane-Stelle, noch nicht so gekannt, Wachet und betet, die sind alle schon schlafen gegangen. Ich habe noch gewacht und gebetet und wie ich auf dem Weg ins Bett bin, von der Sekunde an ist ein Ruf in meinem Herzen und dieser Ruf war: Mehr davon. Davon brauche ich mehr. Was immer ganz genau das war, davon brauche ich mehr. Und wisst ihr, die ersten 18 Jahre meines Lebens bis dahin, und ich spreche deswegen drüber, weil meiner Meinung nach 99% derer, die noch in die Kirche gehen oder die praktizieren oder die mit dem Herrn gehen, die kennen genau das, was ich jetzt sage. Die ersten 18 Jahre meines Lebens war im Zusammenhang mit Glaube, Kirche, Gebet und Gott immer das Wort muss. Also vor allem meine Mama jetzt abbekommen. Müssen wir wieder gehen? Müssen wir schon wieder beten? Müssen wir immer zweimal beim Essen beten? Unverständlich. Alle Freunde beten überhaupt nicht mehr. Und wir beten zweimal, vorher und nachher. Müssen wir das? Es war immer, und wir sind 10 Kinder zu Hause. Jetzt stellt sich vor, von mir hätte ich das 18 Jahre anhören müssen. Und von den anderen 9 auch 18 Jahre anhören müssen. Und viel länger noch, ja, wenn sie sich noch nicht bekehrt haben. Das hochgeht, den ganzen Tag hat die Mami mit dem Leben, ist immer, müssen wir in die Kirche gehen? Müssen wir zum Rosenkranz gehen? Müssen wir zur Taufe gehen? Müssen wir? Und plötzlich ruft mein Herz diese ganze Nacht: mehr von. Heute singen wir immer wieder ein Lied, das ist so ein Refrain, der heißt mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir, Jesus. Und dieser Ruf begleitet mich seit 30 Jahren. Da ist irgendwas passiert. Und das nenne ich Tabor, das nenne ich Umkehr. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Ich habe in dieser Nacht nicht viel geschlafen. Mein Herz hat gebrannt, lichterloh. Ich war on fire. Wisst ihr, das ist, also die Männer verstehen mich jetzt, die Frauen weiß ich nicht, ich bin keine Frau, ich bin ein Mann. Die Männer verstehen mich jetzt, das ist wie wenn du dich als Mann
verliebst in eine wunderschöne Frau. Ja, also du siehst eine wunderschöne Frau und du verliebst dich und wir Männer, die Männer verstehen mich, ja, wir legen uns dann am Abend ins Bett, schließen die Augen und dann kommt sie, die schöne Frau. Ja, also vor unseren Augen, dann taucht sie auf und sie ist noch schöner, als sie wirklich ist und sie hat ein herrliches Parfüm und ihr Gang ist bezaubernd, obwohl sie eigentlich schief geht, aber ihr Gang ist bezaubernd und jedes Wort, das sie sagt, auch wenn sie nichts sagt, ja, ist, lässt den Himmel erklingen und ich weiß nicht, wie das bei den Frauen ist, also, wie gesagt, ich bin keine Frau, ich habe auch mich nie erkundigt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so romantisch ist wie bei Männern, aber bei Männern ist das unglaublich und das war diese Nacht mal 1000, es ging nicht, versteht es mich richtig, nicht nur um eine Frau, es ging um ihn. Es ging um ihn, es ging um die Liebe, die in mein Leben gekommen ist. Es ging um den Auferstandenen, der mich besucht hat. Und die ganze Nacht, ich habe ganz wenig geschlafen in der Nacht, ich habe mich wieder umgedreht und immer war dieses, bitte mehr davon, bitte mehr davon. Nächsten Tag in der Früh komme ich zum Frühstück, es gab nur einen Kaffee und ein Stück Brot und ich war der Erste, der zum Frühstück kommt. Und einer saß schon da, dieser gefährliche Typ, da saß er schon wieder. Gell? Wenigstens nicht mit, aber das Kreuz war schon wieder da außen dran. Und ich bin sofort zu ihm hingegangen und habe gesagt, du, was ich da gestern Abend erlebt habe, das war unglaublich. Und das Lässige, der war 18, der war total cool. Der hat einfach so seiner Kaffeetasse herumgenebt, wie wenn es gestern wäre, herumgenebt. Der ist nicht aufgesprungen, hat mich gleich umarmt und gesagt, erzähl, wie war's, alle News her. Wir können gleich ein Zeugnis schreiben oder Aufnahme oder was auch immer. Ganz cool war er, wie wenn das Selbstverständlichste der Welt war. Und dann habe ich ihm meine Geschichte so ganz kurz erzählt und dann habe ich gesagt, und die ganze Nacht ruft mein Herz, mehr davon. Was soll ich machen? Das ist so wie in der Apostelgeschichte von euch, die Schrift kennen, gell? Nach der Predigt des Petrus heißt es, sie waren in ihrem Herzen betroffen und ihre erste Frage war, was müssen wir tun? Wäre das nicht herrlich, wenn wir das heute wieder erleben würden, dass am Ende einer Predigt in einer Messe hinten 15 aufspringen und sagen, was müssen wir tun, um austreten zu können? Nein, um gerettet zu werden. Ah, wäre das nicht herrlich. Aber genau, mögen diese Tage wieder kommen. Wir gehen eher auf das neue Pfingsten der Liebe zu. Mögen diese Tage wieder kommen. Auf jeden Fall, ich sage ihm, ich mein ganzes Herz schreit die ganze Nacht, mehr davon. Gib mir einen Tipp. Und dann hat er gesagt, Georg, ich spreche jetzt über die Bärle, gell? Ich schlage dir zwei Dinge vor. Erstens, wenn du nach Hause zurückkommst, schau, dass du dir einen ganz kleinen Ort, eine ganz kleine Ecke in deinem Zimmer machst, das ist deine Gebetsecke, und nimm jeden Tag in der Früh 5 Minuten Zeit für deine stille Zeit. Ein neues Wort für mich, stille Zeit, damals noch nie gehört. Ja, es hat noch nie jemand für mich irgendwo das Wort stille Zeit gesagt. Ganz neu. Nimm dir jeden Tag in der Früh 5 Minuten für eine stille Zeit, für eine ganz persönliche Zeit mit Jesus. Meine Antwort war 5, du bist wahnsinnig, warum 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 Minuten werde ich mir nehmen. Ruhig runter vom Gas. 5 Minuten ganz am Anfang. Kennt ihr das? Wenn die Emotion dabei ist, wenn die Liebe dabei ist, du verliebst dich frisch, ja, und versprichst diesem angebeteten Mädchen alles versprichst du ja. Wenn du mich eines Tages heiratest, ich werde alles machen, ich werde kochen jeden Tag, ich werde abwaschen, ich werde die Wäsche machen, ich werde bügeln, ich werde nähen, ich werde von mir aus, werde ich die Kinder für dich auf die Welt kriegen und ich werde sie sorgen, alles mache ich für dich. Wenn die Emotion dabei ist, geht alles. Aber irgendwann kommt der Alltag dann wieder zurück und holt uns ein. Und dieser gefährliche Mann, voll Weisheit, mit 18 Jahren, hat gesagt, na Georg, runter vom Gas, 5 Minuten. Und das übe in Treue ein und dann vielleicht eines Tages 10, okay? Und ich habe mir gedacht, alter Schwede, was hast du für eine Ahnung, was ich heute Nacht erlebt habe? Du hast überhaupt keine Ahnung, ja? Und dann bin ich aber heimgefahren und dann, ich war ja damals noch in der Schule, also es war mein Matura-Jahr und ich bin um 6 immer aufgestanden in der Früh Und wisst ihr, ich glaube, damals war ich sicher in Österreich, also in ganz Österreich, der Mensch, der sich am schwersten getan hat, in der Früh aufzustehen. Also alle anderen 7,5 Millionen haben sich ganz sicher leichter getan. Ganz sicher, ja. 6 Uhr war für mich die Challenge schlechthin. Ich kann mich erinnern, ich habe damals 3 Wecker gehabt. Ja. Einer, der ging so automatisch im Tiefschlaf aus. Ja. Der hat also wirklich 3 Wecker habe ich gehabt. Ja. Und zwar jeder war weiter weg wie der andere. Weil der erste war, das war so ein Reflex, so wie der Hund von Pavlov. Gell. Der fängt zum Sennen an und bei mir, ich habe genau gewusst, wenn es macht, piep,
schon draufgehaut und bin in der Tiefschlafphase weiter. Und dann eine Minute später fing der da drüben an, da musste ich schon raus und bin raus, draufgehaut, wieder rein. Und der dritte war dann am Ende des Zimmers. Und jetzt habe ich gewusst, also 5 Minuten sollte ich mir jeden Tag für diese stille Zeit nehmen. 5 Minuten. Und dann habe ich meinen Wecker gestellt auf 6:10, weil 5 Minuten Vorbereitung und 5 Minuten für die stille Zeit. Freunde, vielleicht denken sich jetzt manche, Alter, wovon sprichst du halt, Georg? Ja, das ist das ABC, das ist das 1, 2, 3. Aber ich möchte uns alle ermutigen und mich auch, ja, weil wenn ich über was predige, ich kann nicht über was predigen, was ich nicht selber versuche zu leben. Ja. Und ich glaube, ich brauche selber, dass ich mir wieder zuhöre. Gell, ich sprich hier und da links, höre ich mir zu. Das ist die erste Perle. Das ist die allererste Perle, jeden Tag diesen Moment und diese Zeit mit Jesus zu haben. Warum? Weil es das Herzstück schlechthin ist. Es ist das Herzstück schlechthin. Jeder von uns hat so seine Spiritualität. Bei jedem von uns schaut der Weg mit dem Herrn und die Freundschaft mit Jesus anders aus. Aber in dieses Herzstück hinein, dieses Herzstück braucht jeder von uns von ganzem Herzen. Ich habe meine Gebetsecke eingerichtet. Wir sind, glaube ich, das weiß ich nicht mehr genau, wir sind, glaube ich, am Ostersonntag oder Ostermontag zurückgekommen und am Osterdienstag habe ich meine erste stille Zeit gehabt. Oder war es der Mittwoch? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ich hatte schon wieder Schule. Ich habe um 6:10 meinen Wecker gestellt und habe auf meinem Nachtkastel, habe ich am Nachmittag vorher alles hergerichtet. Ja? Und wer mich besser kennt, also ich muss immer alles sehr genau herrichten. Ich haue da nicht irgendeine Kerze in die Ecke, ja, sondern es war so ein Tuch und es war die Bibel in der Mitte und da war eine Ikone und da war ein Kreuz, war eine Kerze. Mich genau erkundigt bei dem Typen noch, bei der Rückreise von Brüssel, wie das ausschauen muss. Ja? Dann hat er gesagt, Georg, sei ganz frei. Ich habe gesagt, nein, was heißt sei ganz frei? Das ist für mich Neuland. Ja? Stille Zeit habe ich noch nie gehört. 5 Minuten Gebetsecke habe ich noch nie gehört. Hilf mir halt ein bisschen. Ja? Ich meine, ich bin Religion maturiert. Ja? Das bitte schon. Ja? Aber bitte hilf mir ein bisschen. Gut. Sowas, ich glaube, es war ein Jahr später, nach meiner Maturit, mit 17 Maturit. Gut, auf jeden Fall habe ich da alles hergerichtet, alles war fertig, bin um 6:10 aufgestanden, habe meinen Zahn gebürstet und dann habe ich meine erste stille Zeit gehabt. Ja. Und ich habe sogar den Docht von der Kerze, der war also schon sozusagen aufgestellt. Daneben lag das Feuerzeug, habe dann nochmal gecheckt, 6:06 alles passt, okay, die Bibel ist da und die Kerze ist da und die Rose schaut mit der Rose und so. Gut. Dann habe ich mich hingelegt, habe angezündet, meine Kerze und dann war meine erste stille Zeit. Dann war meine erste stille Zeit. Und ich habe das ganze Äußere vorbereitet, aber das Innere sozusagen habe ich nicht vorbereitet. Wie ich diese 5 Minuten mit ihm gestalten werde, habe ich nicht vorbereitet. Dann habe ich mich hingekniet und gesagt, so, jetzt geht's los. Meine erste stille Zeit, ich bin 18 Jahre alt, die erste stille Zeit in meinem Leben, sein großer Moment, der wird in die Geschichte eingehen. Jetzt geht's los, gut. Also jetzt, okay, passt alles, die Blume, und die Ikone steht und das Kreuz und die Bibel ist alles da. Jetzt habe ich noch 4:50, vor 10 Sekunden hat es eigentlich schon losgegangen. Okay, wie fange ich eigentlich an, die stille Zeit? Ich beginne, bin ein guter Katholik, seit 18 Jahren ordentlich erzogen worden mit dem Zeichen des Kreuzes. Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Okay, jetzt geht's los, die ersten 5 Sekunden sind vorbei. Das war ein ganz wichtiger Moment in meinem Leben. Dann kam so über die rechte Hirnhälfte herein der Abruf, alles, was ich in den ersten 18 Jahren gelernt habe, was ich abrufen konnte. Ich knie da, meine Seele schreit, mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir. Ich knie da vor meiner Gebetsecke und dann kommt von rechts die ersten Gebete, die ich gelernt habe. Jesu Kind, dann komm zu mir, mach ein braves Kind, das mir mein Herr sagt, passt überhaupt nicht. Komm, Herr Jesus, Herr, unser Gast, und segne, was du uns beschert. Passt überhaupt nicht. Der Herr sei mit euch, mit deinem Geist, erhebe die Herzen, wir haben sie. Passt überhaupt nicht. Geh, grüße jetzt erstmal voll der Gnade, Herr, passt überhaupt nicht. Das war meine erste stille Zeit. Meine Sehnsucht war so groß, ihm persönlich begegnen zu dürfen. Ein ganz persönliches Wort mit ihm reden zu dürfen. Und verzeiht, wenn ich das hier in dieser heiligen Veranstaltung sage, das Erste, was dann so nach 40, 45 Sekunden aus der Tiefe meines Herzens herauskam, in so einem Schmerz, das war der Seufzer, oh, Scheibe. Also nicht Scheibe, sondern so richtiger, oh. Scheibe. Und dann habe ich die Bibel genommen, vor mir lag eine Bibel
Und ich habe diese Bibel einfach irgendwie aufgeschlagen. Ja, ich war damals noch nicht so, dass ich im Heiligen Geist ein Wort aufschlage oder erbitte. Überhaupt nicht. Die Bibel genommen, habe es einfach in der Mitte, plups, aufgeschlagen. Und ich habe die Bibel genommen, habe das erste Wort gelesen, was da gestanden ist. Und das erste Wort war, der Herr ist dein Hirte, nichts wird dir fehlen. Und die letzten 4 Minuten habe ich geweint in meiner ersten stillen Zeit über dieses Wort. Leute, ich war nicht nah am Wasser gebaut, gell? Ich habe eigentlich nicht weinen können. Die ersten 4 Minuten habe ich geweint. Bin das ich, Wölfe? Da hinten drin im... Kann nichts machen. Ich sollte mich ruhiger verhalten. Das kann ich nicht. Alles kann ich, aber das nicht. Dieses Wort hat mich so getroffen. Georg, ich bin dein Hirte und nichts wird dir fehlen. Ich bin dein Hirte und nichts wird dir fehlen. Das war meine erste stille Zeit. Die zweite stille Zeit ging schon viel besser. Und die dritte stille Zeit ging viel besser. Und die vierte stille Zeit ging viel besser. Und jetzt wären es bald 30 Jahre. Und Freunde, ich versuche in der Früh meinen Tag anzufangen mit dieser kostbaren, ganz persönlichen Zeit mit Jesus. Wisst ihr, wir haben so viele Dinge, an denen wir uns festhalten können. Und das sind ganz große Schätze. Als Beispiel, der Rosenkranz. Der Rosenkranz ist so ein großer Schatz. Der Rosenkranz ist ein Seil, an dem kann ich mich festhalten, damit ich nicht umfall oder runterfall. Gegrüßet seist du Maria, gegrüßet seist du Maria, gegrüßet seist du Maria, Ehre sei dein Vater, O mein Jesus, Vater unser, gegrüßet seist du Maria, gegrüßet seist du Maria. Alles gut. Die Heilige Messe ist der größte Schatz, den wir haben. Der allergrößte Schatz. Der Herr sei mit euch, mit deinem Geist, erhebe die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Da. Der größte Schatz. Noch einmal. Ich sage das ein bisschen, ihr versteht mich. Wenn es eine halbwegs vernünftige katholische Veranstaltung ist, weiß ich ganz genau, was dort passiert. Ganz genau. Ganz genau. Oder das Stundengebet. Das Stundengebet ist ein Schatz, das ist wie ein Felsen und da kann ich mich anhalten. Da bete ich in der Früh, das Invitatorium und die Laudes, die Terz, die Sex, die Non, die Vesper, die Komplett. Und wenn ich ganz fit bin, die Lesehore oder ich bete nur 1 oder 2 Schätze. Und es fängt immer gleich an. Oh Gott, komm mir zur Hilfe. Herr, eile mir zur Hilfe. Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkündet. Und Leute, das ist alles gut. Und trotzdem bitte ich euch von ganzem Herzen und ermutige ich euch von ganzem Herzen, diese Perle der stillen Zeit wieder auszugraben oder anzufangen, diese Momente zu haben, am besten in der Früh, diese Momente zu haben, wo du ganz von Herz zu Herz mit Jesus sprichst. Ohne Maske, ohne Floskeln. Die Gospel sagt in einer Botschaft vor ein paar Monaten zu Mariana an einen zweiten, ich lade euch ein, nicht nur mit euren Lippen zu rezitieren, sondern mit eurem Herzen zu ihm zu beten. Nicht nur mit euren Lippen zu rezitieren. Wir haben ein bisschen die Gefahr, ich möchte niemandem zu nahe treten, ich spreche auch zu mir, wir haben ein bisschen die Gefahr, dass unser Weg der Nachfolge aus ganz viel Phraserei besteht. Ja, wir spulen so unser Programm. Wir legen uns am Abend ins Bett und sagen, heute war ein guter Tag. 2,5 Rosenkränze, die Laudes und die Vesper, in der Messe war ich auch, 7 Minuten Anbetung und dann bete ich gerade eine Novene zum heiligen Judas Thaddäus für meine jüngere Schwester, dass sie endlich einen Mann findet und dann habe ich auch probiert, die ganze Nacht heute zu fasten bei Brot und Wasser und es ist mir total gut gelungen, ja, und du machst einen fetten grünen Haken am Ende des Tages und sagst, es war ein guter Tag. Aber Jesus ruft uns zu mehr. Jesus möchte dir begegnen in deiner Königskammer. Erlaubt mir, um das ein bisschen anschaulicher zu machen, erlaubt mir einen Vergleich mit meiner allerbesten Freundin. Ich habe eine allerbeste Freundin. Diese allerbeste Freundin kenne ich seit genau 19 Jahren. Seit 14 Jahren ist sie auch meine Ehefrau, aber das betonen wir jetzt gar nicht so, weil die Jungen sagen, ah, jetzt spricht er über seine Ehefrau, 14 Jahre, ja, die Alten da tädeln. Nein, wir sprechen über die beste Freundin, ja, das klingt viel cooler. Ist auch bei den Schülern so, wenn ich sage, Leute, meine beste Freundin, dann hören sie alle, ehrlicher Fässer, ihre beste Freundin. Wenn ich sage, meine Ehefrau, ja, dann sagen sie, ja, die Ehefrau. Also gut, ich spreche über meine Ehefrau, ein Vergleich mit meiner besten Freundin. In unserer Freundschaft, 19 Jahre und seit 14 Jahren durch diese herrliche, goldene, hier diese kleine Handschelle aneinander gefesselt,
seit 14 Jahren, meine Ehefrau. In unserer Freundschaft haben wir ganz viele gemeinsame Momente. Wir wohnen unter demselben Dach seit 14 Jahren. Seit 14 Jahren wohnen wir unter demselben Dach. Seit 14 Jahren frühstücken wir und essen wir am Abend fast immer, wenn es geht, fast immer gemeinsam. Seit vielen Jahren legen wir alle Kids, die wir haben, vier haben wir, gell? Seit vielen Jahren legen wir unsere Kids am Abend gemeinsam ins Bett. Seit 14 Jahren und mehr gehen wir gar nicht so selten zusammen laufen. Sie läuft extrem viel, ich laufe relativ viel, sie trainiert für den Marathon, ich trainiere für den Halbmarathon. Seit 14 Jahren und mehr gehen wir relativ viel zusammen laufen. Immer wieder gehen wir ins Kino oder ins Theater oder in die Oper. Manchmal laden wir Freunde zu uns ein oder wir besuchen Freunde. Und ein paar Mal im Jahr fahren wir auf Urlaub. Wir nehmen unsere kleinen Kandidaten auch mit. Aber ein paar Mal im Jahr fahren wir auf Urlaub gemeinsam. Ihr seht, ich könnte jetzt noch viel mehr aufzählen. Wir verbringen verflixt viel Zeit miteinander. Extrem viel Zeit miteinander. Es kann sein, dass es dir mit Jesus ähnlich geht. Es kann sein, dass du in der Früh, wenn du aufstehst, dir ganz kurz bewusst machst, er ist da. Er ist da. Es kann sein, dass du anfängst in der Früh vielleicht mit der Laudes oder du betest ab und zu die komplett am Abend beim Schlafen. Es kann sein, dass du immer wieder in die Heilige Messe gehst, nicht nur am Sonntag, sondern auch unter der Woche. Es kann sein, dass du einmal in der Woche oder einmal im Monat oder alle zwei Wochen in einen Gebetskreis gehst. Es kann sein, wenn du besonders fromm bist, dass du einmal im Jahr sowas wie Mini-Exerzitien machst, irgendwo. Tage der Stille oder des Schweigens oder ich weiß nicht was. Es kann sein, dass du Anfang August jedes Jahr 6 Tage nach Medjugorje fährst zum Jugendfestival. Es kann sein, dass du ab und an ein Gsatzl vom Rosenkranz betest. Oder die ganz cool unterwegs sind, einen ganzen Rosenkranz oder zwei. Es kann sein, dass du sogar fastest hier und da. Freitag und manche auch Mittwoch. Es kann sein, dass du immer wieder beichten gehst. Und ich könnte das Spiel jetzt weiterspielen. Du verbringst ganz schön viel Zeit mit Jesus. Jetzt erzähle ich euch noch ein kleines Geheimnis aus unserer Ehe. Aber es ist nur für euch, okay? Sind wir noch immer live auf Sendung? Wir sind noch immer live auf Sendung. Liebe Leute da auf Sendung, es ist nur für euch, okay? Nicht weitererzählen. Ich erzähle euch jetzt noch ein ganz kleines Geheimnis aus unserer Ehe. Es gibt da noch eine ganz besondere Zeit. Es gibt ja noch eine ganz besondere Zeit. Ich habe euch vorher erzählt, was wir alles gemeinsam erleben. Aber es gibt noch eine ganz besondere Zeit für uns zwei. Und diese Zeit ist die Zeit in unserer Königskammer. Da kommt niemand anderer dazu, auch unsere Kinder nicht. Und in dieser Königskammer, da sind nur meine beste Freundin und ich, niemand anders. Und die Zeit, die wir uns da nehmen, die haben wir meistens am Abend. Wenn wir schon im Bett liegen, nebeneinander, wenn alles ruhig ist im Haus. Und das ist die Zeit, wo wir uns nicht selten die allertiefsten Dinge erzählen können. Aus der Tiefe unseres Herzens. Was uns wirklich bewegt. Das ist die Zeit, wo wir einander um Vergebung bitten können, wenn irgendetwas ansteht und nicht perfekt gelaufen ist. Das ist die Zeit, wo sich unsere zwei Herzen ganz tief treffen. Und das ist auch immer wieder die Zeit, wo wir einander umarmen und wo wir miteinander kuscheln, so nennen wir das, und wo wir miteinander schlafen. Und diese Zeit ist das absolute Herzstück unserer Freundschaft. Diese Zeit ist das Herzstück unserer Ehe. Alles andere ist wunderschön, alles andere gehört dazu, alles andere tut total gut, aber es ist außerhalb unserer Königskammer. Freunde, bei der stillen Zeit, bei deiner persönlichen Gebetszeit, geht es um die Königskammer. Da geht es um die Königskammer. Nur du und nur er. Von Herz zu Herz. Keine Phrasen, keine Seile, an denen wir uns festhalten. Keine vorgefertigten Programme, so gut die auch sind. Sondern die Augen zu und du fangst an und sagst, Jesus.
Und wir müssen auch als Leute, die wir schon auf dem Weg sind, als Leute, die charismatisch veranlagt sind, wir müssen aufpassen, dass wir auch mit unseren freien Gebeten nicht in ein Muster hineinfallen. Jesus, ich preise dich dafür. Und Jesus, ich preise dich, dass du da bist. Und Jesus, ich preise dich für diesen Saal. Und Jesus, du bist der Herr und du bist der Erste und der Letzte, das Alpha und das Omega und der Löwe und das Lamm. Und ja. Stille Zeit heißt, die Augen zuzumachen und zu sagen, Jesus. Und die stille Zeit ist ein Vorgeschmack von dem, was passieren wird, wenn du deinen Final Breath tun wirst, deinen letzten Atemzug, und wenn du vor ihm stehen wirst. Denn wenn du vor ihm stehen wirst und er vor dir steht in aller Schönheit, dann wirst du nicht sagen, gegrüßet seist du Maria, auch wenn das gar nicht ist. Voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Und du wirst auch nicht sagen, du bist so schön, du bist so wunderbar, du bist so herrlich, du bist allmächtig, du bist barmherzig. Er wird sagen, hey, Ober vom Gas. Sondern wenn wir die Schrift genau nehmen, werden wir zuerst einmal umfallen. Gell? Alle, die die Schrift kennen, wissen, was ich meine. Zuerst einmal werden wir hinbimmeln. Mit dem Gesicht auf dem Boden. Und dann wird er uns aufrichten. Und dann schaue ich ihn an, hoffentlich darf ich ihn dann anschauen und dann werde ich sagen, Jesus, lies mal das Osterevangelium. Lies mal das Osterevangelium. Dieses eine Wort von Maria, Jesus, Rabboni. Und er wird mich anschauen und wird sagen, Georg, gut, dass du da bist. Gut, dass du angekommen bist. Freunde, das, was ich mir so sehr wünsche für uns alle und auch für mich, ist, dass wir in das Innenleben gehen, in die Königskammer gehen, alles weglassen, was noch künstlich ist, so fromm wir auch probieren, diesen Weg zu gehen. Und Leute, versteht es mich richtig, bitte Rosenkranz weiterbeten, bitte Stundengebet weiterbeten, bitte in die Messe gehen, bitte in die Anbetung gehen, gell? Nicht, dass ihr nach Hause geht und sagt, Mama, Papa, der Georg hat gesagt, nie mehr Messe, kein Rosenkranz mehr, kein Stundengebet. Nein, nicht falsch verstehen. Sondern durchbrechen in sein Herz. Was braucht es ganz konkret? Noch einmal, Ende meines Impulses. Was braucht es? Es braucht nur zwei Dinge. Es braucht einen Ort. Ich glaube, es ist gut, dass es diesen Ort gibt. Das ist in der Heilsgeschichte auch immer so. Es braucht einen Ort. Es braucht einen Ort. Und ich glaube, es ist gut, wenn der Ort dasselbe ist. Dann weiß er schon, wo er auf dich wartet. Dann weiß er es schon. Gott ist so groß und Gott ist gleichzeitig, kommt mir vor, so demütig auch. Fast bin ich versucht zu sagen, so schüchtern auch, so unaufdringlich. Er wartet so ruhig auf dich, dass du ihn 365 Tage im Jahr übersehen kannst. So still wartet er. Er ist nicht der, der in der Haustür steht und sagt, hey, ja, oder? In dieser kleinen Hostie, in einem Tabernakel, in einer Kirche, wir zischen vorbei, jeden Tag, 100-mal, 1000-mal. Und er ist einfach da. Und ich glaube, es ist gut, dass es diesen kleinen Ort gibt, wo immer dieser Ort ist. Und richte diesen Ort ein. Und das Zweite ist eine Zeit. Der größte Fehler, den du machen kannst, ist, dass du sagst, der Ort wird sich schon ergeben im Laufe des Tages und die Zeit wird sich auch schon ergeben. Jetzt sage ich dir als alter Mann, das funktioniert nicht. Ich traue mich nicht zu sagen, als alter weiser Mann, aber als alter Mann sage ich dir, das funktioniert nicht. Es wird sich nicht ergeben. Ja? Sondern das ist der erste Pflock, den du an einem Tag einschlagst. Pflock, tschibum, den schlagst du ein und das ist der erste Pflock. Und meine Empfehlung ist, schau, dass der Ort ein Ort ist, wo du beten kannst, vielleicht in deinem Zimmer, neben deinem Bett und nimm dir eine Zeit. Und meiner Meinung nach, die beste Zeit ist ganz in der Früh. Ganz in der Früh, wenn alles in dir schreit, ich muss noch schlafen. Aber es gibt ein sehr starkes Wort, das wird dich jetzt total motivieren. Das ist von uns Salzburgern aus den Bergen, da wo der Luki herkommt. Und dieses Wort heißt, jetzt passt auf, weil dieses Wort ist so ein Hammer. Wenn du dieses Wort hörst, wirst du kein Problem mehr haben, in der Früh aufzustehen. Dieses Wort heißt, Luki kennt es sonst niemand, nur die erste Amsel fängt den Wurm. Stark, oder? Stark. Berührt euch das Wort so wie mich? Manche schauen ganz ernst.
weil du nicht weißt, was eine Amsel oder ein Wurm ist. Nur die erste Amsel fängt den Wurm. Ich habe schon überlegt, in meinem Testament zu schreiben, ob man das auf meinen Grabstein vielleicht draufschreiben sollte eines Tages. Meine Frau ist dagegen. Gut. Also, nur die erste Amsel fängt den Wurm. Ich glaube es aus den apokryphen Schriften. Nur die erste Amsel fängt den Wurm. Fang das an zu kosten und zu genießen und kennenzulernen, wie schön der Morgen ist, wie schön es ist für ihn, diese 5 oder 10 oder 15 oder 20 Minuten früher aufzustehen und mit ihm anzufangen. Und jetzt gebe ich dir zusätzlich zu diesen zwei Punkten noch, Klammer auf, noch einen Zusatzpunkt. Das ist jetzt ein Georg-Punkt, aber ich glaube, er ist nicht ohne. Ich brauche für meine stille Zeit ein ganz wichtiges Utensil. Ohne dieses Utensil gelingt die stille Zeit nicht. Und dieses Utensil ist eine so große Tasse Kaffee, gefüllt mit gutem, frischem Kaffee. Und jetzt kommt das Wichtigste. Und so hoch kalter Milchschaum drauf. Okay. Ja, also ich habe bei Amazon einen Milchschäumer mir bestellt vor 2 Jahren oder so. Und das war von dieser Palette an Milchschäumern der teuerste Milchschäumer. Und es hat sich voll ausgezahlt für meine stille Zeit. Ich sag's euch, ja. Weil wenn ich in der Früh herunterkomme über meine Stiegen und alles schlaft noch und ich mache den Kaffee, das geht von selber mit der Kaffeemaschine. Aber dann kommt dieser Milchschäumer und dann mache ich ihn auch. Ihr werdet heute Abend heimgehen, worüber hat der Georg Mermelow gesprochen? Über einen Milchschäumer aus dem Amazon. Also gut, dann mache ich das auf, ja, und der kann kalt und warm und es ist wirklich hohe Qualität an Milchschaum. Und warum sage ich das jetzt für die auch zu Loretto gehen? So hat Loretto angefangen. Ein Rosenkranz und 3 Wurstsemmeln. Es braucht beides. Versteht ihr die Message? Es kann sein, dass du sagst, ich habe die ganze Nacht gefastet, ich werde auch in dieser stillen Zeit noch fasten und dann haue ich hinein. Geht auch. Aber es braucht für den Körper diese kleine Freude. Da hast du die Schrift, da hast du die Kerze und hier steht er. Der Kaffee mit Milchschaum, okay. Und es ist total erlaubt, ja, wenn du anfängst zu beten, dann immer wieder, ist total, Jesus freut sich drüber. Also das ist so ein kleiner Tipp. Gut, ich schließe. Was macht man in dieser stillen Zeit? Das möchte ich dir nicht sagen. Meine stille Zeit vor 30 Jahren war anders als vor 15 und anders als heute. Nur meine einzig große Bitte ist, keine Phrasen. Keine Phrasen, wenn geht. Den Rest des Tages dann Phrasen. Also Phrasen auch nicht. Die Phrase ist ja das Seil, was zum Kreuz führt und in den Himmel führt. Ja? Ich möchte jetzt nicht über das andere schlecht reden. Aber schau einfach, so wie die Gospel sagt, nicht zu viel rezitieren, sondern aus der Tiefe deines Herzens. Jesus. Fang einfach an mit ihm. Jesus. Ich schenke dir mein Herz. Du bist da. Und dann kannst du ruhig einmal ruhig sein. Du wirst nie hören, dass er redet, wenn du nicht ruhig bist. Vielleicht gibt es andere Typen, so wie ich, die ununterbrochen reden. Ja? So schwer, dass Gott sprechen kann in meinem Leben. Irgendwann einmal hat mir jemand gesagt, Georg, du musst schweigen, damit Gott sprechen kann. Ich meine, das kann nicht sein, was du mir da sagst. Das ist eine harte Botschaft. In einem ruhigen Moment habe ich mir gedacht, vielleicht hat der Typ doch recht. Dann habe ich mir einen riesigen ein Banner gebastelt, gell, von ungefähr hier bis hier. Da habe ich so lauter A4-Seiten auseinandergeschnitten, gell, und habe dann 20 aneinander geklebt. Das bin typisch ich, ja, nicht, dass das in mein Herz oder Kopf geht, sondern habe es mir dann aufgeschrieben. Georg, du musst schweigen, damit Gott sprechen kann. Und in meinem ganzen, ich habe so einen Schreibtisch, so rundherum habe ich das oben auf Augenhöhe ausgeklebt. Klebt heute noch drinnen. Georg, du musst schweigen, damit Gott sprechen kann. Das ist für die stille Zeit ideal, einfach zu hören. Und dann leg ihm deinen Tag hin und leg ihm hin, was heute kommt. Heute, einfach heute. Und leg ihm das hin, was dich am meisten berührt. Und vielleicht hast du, ich hab jetzt mein Handy nicht da, ich habe in meinem Handy eine App, die heißt Notizen. Ich weiß nicht, ob ihr auch sowas habt. Ja, weiß nicht, ob alle Handys Notizen haben. Mein Handy hat eine App, die ist gelb-weiß und die heißt Notizen. Und da habe ich ungefähr 30 Notizen drinnen. Und eine Notiz heißt bei mir Prayer List. Und auf dieser Prayer List habe ich meine 12 Hauptanliegen. Mehr schaffe ich nicht, das muss ich bekennen. Ich kann nicht für 70 Anliegen treu beten, es geht nicht. Ich habe 12 große Hauptanliegen. Der erste Punkt sind immer die ganz heißen Anliegen. Ja, da mache ich immer, wenn er hört ist, dann fliegt er raus. Oder zum Beispiel, jetzt bete ich gerade für eine Frau, die an Krebs erkrankt ist, die ich sehr gut kenne. Ja, das ist mein. Oder ich bete
für jemanden, den ich total am Herzen habe, der in einer Krise ist. Ja, das sind so. Und dann habe ich 11 weitere. Und das mache ich schon in meiner Gebetszeit. Ja, Kaffee, Bibel, Handy. Diese drei Dinge. Und die Kerze brennt da links. Dann tue ich mein Handy rein. Ja, es kann schon sein, dass Engel hinter mir spazieren gehen und sagen, was tust denn du wieder mit dem Handy? Aber dann wissen sie es nicht. Ja, dann sollen sie schauen. Über meine Schultern sehen sie, es ist die Gebetsliste. Es ist die Gebetsliste. Und die bete ich durch zum Beispiel jeden Tag. Und dann nehme ich mir ein Wort aus der Schrift. Das nehme ich mir schon. Ein Wort aus der Schrift. Und dann habe ich meine stille Zeit. Wenn es geht, 20 Minuten oder 25 Minuten. Und manchmal sind es nur 5 Minuten. Und es gibt Tage, wo ich gar keine stille Zeit habe. Aber da fehlt mir etwas. Da fehlt mir etwas. Und Jesus ist sowieso immer da. Liebe Leute, dieser Impuls, den ich euch heute gegeben habe, ich hoffe, dass das nicht eine Enttäuschung ist für manche von euch, dass ihr sagt, oh, wir haben irgendwie gehofft, dass er heute mal endlich über die Eschatologie spricht und vielleicht sogar einen Termin nennt, wann es soweit sein wird oder irgendwas Aufrüttelndes für die Stadt Graz oder für die Steiermark. Nein, die erste Perle. Die erste Perle. Und ich lade euch alle von ganzem Herzen ein, mich auch, Georg, du ladest dich auch ein von ganzem Herzen, ab morgen wieder diese erste Perle in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich fange an in der Früh mit 5 Minuten oder 7 oder 10. Danke für eure Aufmerksamkeit.